Frage der Wahl gestanden. Und BRW hat es wirklich gemacht am Samstagmorgen bis 20.30 Uhr hier eine Zeltstadt aufzubauen. So ungefähr. Wir haben am Montagnachmittag angefangen. Ja. Also ganz spontan die Idee geboren und ganz spontan umgesetzt. Ja. Und wie kommt das bei den Menschen hier aus Schwelm an? Sehr gut. Also aus dem ganzen Kreis eigentlich, nicht nur aus Schwelm. Also können Sie sich aus dem ganzen... Aus dem ganzen Erneburg-Kreis können Sie sich auch hier anmelden? Ja. Okay. Kommt gut an. Also früher sagte man ja immer, Home is my castle. Und heute sagen die, Car is my castle. Die Leute fühlen sich in ihrem Auto wie zu Hause. Ja. Und ganz anders als im Impfzentrum. Das heißt, sie machen das gut und gerne hier. Und ich höre nur Positives bislang. Kann ich mir vorstellen. In dem Impfzentrum, da gibt es ja diese Wartebereiche, wo man jetzt wieder doch mit vielen Menschen in Kontakt zwangsläufig kommen muss. Unsicherheit. Und Unsicherheit. Und so ist man in diesem geschützten Sphäre seines Autos. Genau. Eine gute Idee. Ich habe gesehen, eben als wir durchgegangen sind, Sie haben hier drei Impfstraßen. Seit heute Morgen. Seit heute Morgen, okay. Eine Frage, haben Sie eine Zahl der, ich sag mal, Impfungen, die Sie hier pro Tag so im Schnitt durchführen? Ja, das ist nicht ganz scharf, was ich da sagen kann. Also wir haben ungefähr hier 700 Impfungen am Tag. Wobei wir Fahrzeuge zählen und nicht immer genau wissen, wie viele Leute drin sitzen. Das heißt also, theoretisch könnte auch in einem Fahrzeug mehrere Impfwillige. In der Regel ja Partner. Lebenspartner. Die sind ja auch mit zu impfen. Ja, okay. Und über Leute, die kommen alleine. Und wie ist der Ablauf hier auf der Impfstraße? Können Sie uns den noch ganz kurz beschreiben? Sie kommen hier vorne an, werden vom BRK in Empfang genommen. Dort sind schon in diesem Falle namensscharf die Impfmappen ausgedruckt. Also Sie nennen Ihren Namen und bekommen dann Ihre Mappe, die schon fertig ausgefüllt ist, haben dann die Möglichkeit, um diese Halle herumzufahren und die noch fehlenden Eintragungen zu komplettieren, zu unterschreiben. Und hier vorne dann können Sie mit dem Impfarzt sprechen. Er fragt, ob Sie noch irgendwelche Fragen haben, ob irgendwelche Unklarheiten bestehen. Und dann wird hier relativ schnell geimpft. Da müssen wir eine Viertelstunde warten. Also eine Viertelstunde Wartezeit ist also drin, um zu gucken, wie man die Impfung vertragen hat, so ist damit man dann ruhigen Gewissens wieder am Straßenverkehr teilnehmen. Vom RKI, so ist es so. Wie lange hat das diese Impfstraße am Tag auf? Von 8 bis 20 Uhr. Nur während der normalen Werktage? Nein, oder? Wir arbeiten 7-7. Das heißt also auch am Sonntag? Wir sind im Krieg, wir sind nicht hier im Hobby. Ja, okay, also auch am Sonntag. Selbstverständlich, auch am Feiertag. Wissen Sie, ob es noch mehr solche Sachen sind oder ist das hier einmalig in Nordrhein-Westfalen? Soweit mir bekannt ist es derzeit, zumindest in Westfalen-Lippe, einmalig. In Nordrhein hat man sowas in Krefeld mal kurzfristig versucht, aber ich glaube, soweit ich weiß, wieder eingestellt. Eine super Idee. Okay, danke für die Ausführung.